Geliebte in Herrn Jesus Christus, wir Menschen mögen keine Machtlosigkeit. In den letzten Jahrzehnten sind wir in der westlichen Welt mit all der uns zur Verfügung stehenden Wissenschaft und Technologie tatsächlich immer mächtiger geworden. Der Gedanke, dass jemand aus freiem Willen machtlos sein will, ist uns wahnsinnig. Wer will schon machtlos und schwach sein? Aber Geliebte, gerade darin liegt das größte Paradoxon des christlichen Glaubens an das Evangelium Jesu Christi, der seit der Kreuzigung der christliche Kirche, die sich zum Evangelium Jesu Christi bekannt, große intellektuelle und theologische Arbeit abverlangt. Jesus Christus verzichtet freiwillig auf seinen göttlichen Macht und kommt uns inmitten unserer Schwachheit entgegen. Denn er wird auch schwach wie wir. Gott gibt uns Leben, wenn Jesus Christus sein Leben für uns am Kreuz niederlegt. Wer würde den siegreichen Messias am Kreuz erwarten? Jesus Christus könnte sich mit seiner göttlichen Allmacht vom Kreuz entfernen. Aber Jesus tut dies nicht. Weil durch die Angst, den Zweifel und die Gottverlassenheit seines Todes am Kreuz genau dort Gottes Heilsplan für die Welt verwirklicht werden könnte. Für Gläubige hat diese paradoxe Gegenstreitigkeit jedoch nie aufgehört. Wir kämpfen immer noch damit, unseren begrenzten Verstand dazu zu bringen, weil wir einfach nur Leistungen bringen wollen. Wir wollen doch nur ein Stückchen Selbstgerechtigkeit anbieten, das Gott merken muss, damit er uns entsprechend entschädigen kann. Wir kämpfen mit diesem reformierten Prinzip von sola gratia. Alles, alles ist Gnade, unverdiente Gunst allein. Soll ich mit leeren Händen gehen und so meinen Herr begegnen, fragte das alte Halleluja-Lied. Ja. Wir müssen zuerst unsere eigene Schwäche, unsere eigene Unfähigkeit annehmen und akzeptieren, unsere tiefe Abhängigkeit vor Gott anerkennen. Erst dann können wir gerettet werden. Wir müssen zugeben, dass wir Gott nichts anzubieten haben, dass wir seine Gnade auf keine Weise verdienen können. Wie Ertrinkende im Ozean, die um Hilfe schreien, müssen wir zugeben, dass wir Gottes Hilfe brauchen, weil wir müde sind und uns abmühen. Unsere eigene Anstrengung, Weisheit, Stärke und Irrungenschaften werden uns jetzt nichts bringen. Martin Luther ging so weit zu sagen, dass diejenigen, die an ihrer Selbstgerechtigkeit festhalten, von Christus nicht gerettet werden können. Für diejenigen, der denkt, dass seine eigenen guten Werke ausreichen, um Erlösung zu erreichen,
ist das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz nutzlos und wertlos. Ein solcher Mensch braucht keine Gnade, weil er oder sie unabhängig und autark ist. Als uns die Corona-Pandemie und der Lockdown-Zustand in die Knie zwangen und uns unserer Freiheiten und Gewissenheiten beraubten, überkam uns erneut die Ohnmacht. Alles, dessen wir uns so sicher waren, war zerschmettert. Unsere gesamte Jahresplanung und unsere Budgets sind plötzlich das Papier nicht mehr wert, worauf sie stehen. Wir werden uns unsere eigene Zerbrechlichkeit bewusst, unsere eigene Bedeutungslosigkeit, wie schwach wir wirklich sind. Es macht uns Angst. In unseren Gebeten bitten wir darum, dass der Herr uns wieder stark macht, dass wir wieder aufstehen und weitermachen können. Wenn diese Gebete jedoch nicht erhört werden, werden wir rebellisch. Und gerade dann, wenn es so entscheidend wird, werden wir erkennen, es ist Gottes Kraft, die uns aufrecht hält, nicht unsere eigene. Es ist Gottes Güte und Gnade, die uns Tag für Tag trägt. Nur durch Gottes Kraft und Gnade sind wir überhaupt so weit gekommen. An diesem 11. Trinitätssonntag mit dem Fokus auf der Bekenntnis, dass alles Gnade ist, möchte ich jetzt aus dem Lukas-Evangelium lesen. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Rauber, kein Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie diese hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf den Brust und sagte, Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun von Gott gerecht, im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. Geliebte, Jesus erzählt diesen Gleichnis im Hinblick auf Menschen, die auf andere herabblicken, die sich für gerechtfertigt hielten und von ihrer Selbstgerechtigkeit so überzeugt waren und sich über Sünde erhoben. Das sind Menschen, die glauben, dass sie allein Recht haben. Die sind Menschen, die glauben, dass ihre Überzeugungen der Standard für alle Menschen sind. Sie glauben, dass sie in der Lage sind, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Sie erkennen ihre eigenen Grenzen nicht.
Es zählen nur ihre Weisheit und ihre Erfahrungen. Und der Rest wird von ihnen verachtet. Die Pharisäer waren dafür gute Beispiele. Dieser Pharisäer dankt Gott so selbstgefällig, dass er besser ist als andere Menschen. Diese übertriebene Selbsttäuschung beruht in der Tat auf zwei äußeren Wahrheiten. Er ist kein Mensch, der böse handelt. Er ist kein Dieb, kein Räuber oder Ehebrecher. Und zweitens ist er außerordentlich fromm. Er fastet sogar öfter, als es alttestamentlichen Gesetze vorschreiben. Und er gibt ein Zehntel seines Gesamteinkommens ab, was auch mehr ist, als es die alttestamentlichen Gesetze vorschreiben. Schließlich ist die Haltung des Pharisäers die eine unermessliche Selbstüberschätzung, ein Stolz, der ihn davon überzeugt, dass er besser ist als andere und dass das, was ihnen passiert, ihm niemals passieren wird. Der Zöllner hingegen ist genau ein Beispiel für diejenigen, die von den Pharisäern verachtet würden. Zöllner waren keine arme Leute. Nein, Zöllner waren berechnete Betrüger. Gerade deshalb ist sie dieser Zöllner im Gleichnis bewusst, dass er überhaupt nicht würdig ist, in die Gegenwart Gottes zu erscheinen. Und dass er viel zu unrein ist, um bestimmte heilige Teile des Tempelkomplexes zu betreten. Deshalb steht er abseits und schaut nicht einmal auf. Der Zöllner steht allein vor Gott. Er versucht nicht einmal, Ausreden für seine Unwürdigkeit zu finden. In seinen bedingungslosen Eigengeständnis seiner Schuld vor Gott schlägt er sich auf den Brust und fleht Gott an, ihm als Sünder gnädig zu sein. Damit bekennt er, dass er keinen Anspruch auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade hat. Er verdient die Strafe Gottes. Seine Reue ist aufrichtig und er bekennt seine Schuld vor dem Gnadenthron Gottes. Es gab wahrscheinlich keine Hoffnung im Kopf dieses Zöllners. Er war so verzweifelt und es gab keine Garantie für ihn, dass Gott ihm überhaupt Gnade erweisen würde. Doch aus Verzweifeln nähert er sich Gottes Gnadenthron. Seine einzige Hoffnung liegt in Gott und in Gottes Barmherzigkeit. Und dann erklärt Jesus, dass der Pharisäer, die äußerlich als der Annehmbare der beiden angesehen wird, von Gott nicht gerade als solcher angesehen wird. Die Religion dieses Pharisäers ist wirklich nur äußerer Glanz und ist durchdrungen von Selbstverrat, Selbsttäuschung und liebloser Verachtung anderer Menschen. Der Zöllner hingegen floh in seine Erkenntnis, seine tiefsten Not und seinen demütigen Bewusstsein, seine Sündhaftigkeit zu Gott, demütigte sich und flehte um Gnade. Deshalb ist er derjenige, der in Gottes Augen gerecht erklärt wird. Jesus predigt eine radikale Neubewertung bestehender Maßstäbe. Jesus spricht sich stark
gegen Selbstgefälligkeit, gegen Selbstgerechtigkeit, gegen Selbsterhöhung aus. Auch der Zöllner verdient Gottes Vergebung nicht aufgrund seiner Demut oder sein aufrichtigen Gebets, aber seine selbstironische Haltung und sein Schuldbekenntnis haben es ihm ermöglicht, Gottes Barmherzigkeit zu erlangen. Heute wird in der reformierten Kirche in Südafrika den Bartholomäusnacht gedenkt. Der Bartholomäusnacht war ein Pogrom an französische Protestanten, den Hugenotten, das in der Nacht von 23 und 24 August 1572 stattfand. Admiral Gaspard de Coligny und weitere Führer der Hugenotten wurden dabei ermordet. Sie waren anlässlich der vermeintlich der Versöhnung dienenden Hochzeit des Protestanten Heinrich von Navarra mit Margarete von Valois in Paris versammelt. In derselben Nacht würden weitere tausende Protestanten in Paris und in den Folgetagen frankreichweit ermordet. Die Bartholomäusnacht ist ein zentrales Datum in der Geschichte Frankreichs im 16. Jahrhundert und tief in kollektiver Gedächtnis die Franzosen verankert. Durch die kirchenreformatorische Betonung der Barmherzigkeit und Gnade denken wir heute auch besonders an diejenigen, die für ihre protestantische Glauben so bitter leiden mussten. Die Hugenoten, die in der Bartholomäusnacht ermordet wurden. Die Kirchenreform, die gerade mit der Vorstellung brach, dass Menschen mit ihren guten Werken den Herrn etwas darbringen können, beharrte darauf, dass alle menschlichen Existenz nur Gottes Gnade zu verdanken sei. Aber dass auch diese Gläubiger, meine französischen Vorfahren, mit dieser Überzeugung bitteres Leiden erdulden müssen, dass auch sie erkennen müssen, dass Gottes Kraft in ihnen zu tragen kommt, wenn sie schwach sind. Aus der Geschichte der französischen Hugenoten haben wir auch genau das gelernt. Der Geist der Kirchenreform ist nicht von Macht und äußerer Triumph begleitet. Es war ein hoher Preis zu zahlen, in vielen Fällen der allerhöchste Preis. Doch auch ihnen genügte die Gnade des Herrn Gott, als sie alle Macht und alle Bequemlichkeiten beraubt waren und buchstäblich nur mit dem Nötigsten fliehen mussten, konnten Gottes Kraft in ihnen zu Erfaltung kommen. Die evangelische Glaubenstradition konnte durch sie bis zum Südspitze Afrikas kommen. Der Heilsplan von Gottes Umgang mit Menschen könnte durch das Leiden der Menschen verwirklicht werden. Und hier stehe ich heute vor euch und die Namen meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters habe ich dort markiert. Kann man nicht so deutlich sehen, aber er war einer der ersten Hugenoten, die nach Südafrika gekommen ist, Jean Leroux. Und ich stamme aus dieser Linie. So, ich bin ein Beweis davon, ne? Dass Gottes Gnade reicht. Geliebte in Herrn Jesus Christus, Selbsterhöhung bringt Demütigung mit sich.
Aber Demut und aufrichtiges Schuldbekenntnis ermöglichen Vergebung und letztlich Teilhabe an Gottes Herrlichkeit. Letztendlich sollten alle Menschen nur ein Gebet vor Gott haben. Herr, vergib uns. Vergib unsere Gleichgültigkeit, die uns letztlich einsam macht. Vergib unserem Stolz, der uns verzweifeln lässt. Vergib unserem falschen Eifer, der uns dazu bringt, andere zu verurteilen. Vergib unserem Neid, der uns dazu bringt, anderen kein Glück zu gönnen. Das Gebet um Gottes Barmherzigkeit hat eine starke Wirkung. Es erschafft, es befreit, es stärkt. Denn ein solches Gebet entspringt der Kraft und Gnade Gottes und gibt jede Illusion auf, dass der Mensch Gott etwas zu bieten hat. Die Kirche Jesu Christi auf Erde besteht, obwohl sie von allmächtiger Gott selbst ins Leben gerufen würde, immer noch aus demütigen Sündern. Menschen wie euch und mir, die zutiefst von Gottes Gnade abhängig sind. Innerhalb der Gemeinde muss immer ein Platz für Sünder sein. Denn in der Gemeinde finden wir das, was wir uns am meisten wünschen. Barmherzigkeit, unendliche und unfassbare Barmherzigkeit und Gnade. Die Gemeinde muss also ein Raum sein, in dem Schwäche keine Schande ist, sondern wo es gerade Solidarität und Mitleid mit der Schwäche gibt, weil wir alle elend vor Gott stehen. Dann können wir darauf vertrauen, dass Gottes Arme immer offen für uns sind und dass Sünde zu ihm kommen können, weil der Gott, den wir dienen, ein überaus barmherziger und gnädiger Gott ist. Deshalb können wir vor Gott ehrlich sein und mit leeren Händen vor Gott stehen. Bei Gott werden wir immer wieder Gnade und Vergebung finden. Gott wird die Demütigen, die ihn mit aufrichtigem Herzen suchen, in Liebe umarmen. Amen.